Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Hier in der erweiterten Traumwelt, wo sich Peach jetzt verstecken kann. Vor Bowser und Antasma, damit wir die beiden in Ruhe platt machen können. Traumeier haben wir besorgt. Hier sollte es nun einigermaßen sicher sein, hofft man zumindest. Und wie immer ist es unsere Aufgabe, vorauszugehen und zu spähen. Ob alles soweit passt. So. Dürfen wir wieder das hier machen. Einmal Luigi bitte drehen um 180 Grad. Dann kommen wir hier rein. Ach du Scheiße. Eine Piranha-Pflanze? Bitte sag mir aber nicht, dass der Kampf jetzt auf dem Kopf ist. Oh Gott sei Dank nicht. Ich hab ganz kurz gedacht. Alter, what the fuck? What the actual fuck? Wie soll ich denn so schnell das irgendwie... Wow. Wow, wow, wow. Keine einzelne dieser Attacken fand ich auch nur ansatzweise abwehrbar, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Die halten ja richtig viel aus. Digga, was? Alter, das ist so schwer. Wieso ist es so hart? Das ist insane. Das ist wirklich, das ist Dark Souls Level. Guck mal, wie oft die auch angreifen dürfen. Wann darf ich denn mal wieder? Hallo? Was zum Geier? Neuer Bossgegner hier, oder was? Oh mein Gott, das gibt es nicht. Es ist Anfang des Parts und ich kann schon nicht mehr. Bitte sterbt jetzt. Holy shit. Ihr seid die schwierigsten Gegner aller Zeiten. Okay, wir kriegen unseren Ultrapilz. Gott sei Dank kriegen wir unseren Ultrapilz sogar wieder. Das heißt, ich habe ihn nicht mal verschwendet. Hui, 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 hui. Nee, warte mal, das machen wir anders. Ich drehe direkt mal gleich komplett zurück. Da muss ich gegen diese Piranha-Pflanze gar nicht erst kämpfen. Und gegen dich eigentlich auch nicht. Ist da irgendwas? Nee, oder? Na, scheiße. Doch, doch, da ist irgendwas. Drei auf einmal. Ich lasse rechtzeitig los. Ich lasse rechtzeitig los. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sterbe gleich. Ich lass los. Ich lasse los. Es ist nicht so, dass ich gedrückt halte. Sondern ich lasse einfach nur los. Das ist so krank. Holy shit. Ich muss fliehen. Oh nee, weißt du was? Ich mach's einfach nochmal neu. Ich versuch's nochmal neu. Okay, je mehr von denen das da sind, desto härter wird der Feuerball. Warte, vielleicht kann ich es jetzt schaffen. Das sieht ja gar... Ach du. Noch mehr, noch mehr. Sag mal, darf ich eigentlich auch nochmal angreifen? Oder wie ist das? Wann bin ich immer wieder dran eigentlich? Hä? Komm bitte, einer von euch muss sterben. Bitte! Oh ja, okay, einer ist gestorben. Der andere lebt noch. Ja, wenn ich in Feuer stehe, kann ich auf einmal nichts mehr machen. Ich kann mich nicht bewegen, hallo. Och man. Alter, das ist jetzt... Ja, super. Digga, what the actual fuck? Ist das für ein Gegner? Das ist ja noch schlimmer als dieses Mammutviech. Und das ist ein ganz normaler Gegner. Ich kann, um ehrlich zu sein, kaum glauben, dass ich underlevelt bin. Die fliegen alle auch unterschiedlich schnell.
Aber du kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht träumen. Ich fliehe. Nee. Nee, sorry. Nee, verpisst euch wirklich. Ich kämpfe gegen keine Piranha-Pflanze mehr. Ich fliehe immer nur noch. Keinerlei Interesse mehr an euch. Also wirklich gar nicht. Also das ist ja das Schlimmste, das ist der schlimmste Gegner im ganzen Spiel, glaube ich. Okay, man. Sie haben das auch tatsächlich so gemacht, dass man diesen Block von unten nicht aktivieren kann. Das geht nicht. Ja, wo geht's jetzt weiter, ist halt die Frage, ne? Oh, das ist wieder so eine richtig große Welt. Den Piranha-Pflanzen werde ich hier aus dem Weg gehen. Komplett und zu 100%. Kann ich dem irgendwie auch mal so ein bisschen aus dem Weg gehen oder geht das nicht? Doch, das geht. Ach, aber hier sind so viele Gegner. Jetzt kommt Blooper, die haben auch wieder ein Angriffspattern, was ich nicht kenne. So viele Trolls und die sterben nicht. Haben, ist so krass. Ist so krass. Ja, jetzt kann ich ja nichts machen. Aber die sind wesentlich freundlich. Also, alles ist besser als die Piranha-Pflanze. 100 pro. Okay, neues Attackenfragment. Und ein Aktionsblock, was passiert jetzt? Ach so, okay. I get it. Jetzt kommen wir in den gleichen Raum, in dem wir gekommen wären, wenn wir die andere Röhre genommen hätten, glaube ich. Ja, kann ich dem irgendwie ausweichen oder geht das einfach nicht? Warte mal, aber das sind ja nur, da ist ja kein Lakitu dabei, ne? Das ist nur, sind nur diese Viecher. Oh Gott, das sind aber sehr, sehr viele. Boah, okay, das war irgendwie geil. Das war irgendwie richtig geil. Aber habe ich auch mal wieder meinen Orden verschwendet. Ich bin mittlerweile auch der Auffassung, wir sollten unsere Orden mal anpassen. Wie wäre es denn wieder mit füllt die KP beider Brüder um 30% auf? Wie wäre es mal wieder damit? Ich habe das Gefühl, mittlerweile kann ich Heilung viel mehr gebrauchen als Damage. 50 Damage ist ja auch eigentlich nichts mehr jetzt für diese... diesen Fortschritt im Spiel. Nanu? Die Lösung dieses Rätsels sollte uns den Weg ins Innere eröffnen. Wahrscheinlich wird es nötig sein, die Schwerkraft zu manipulieren. Dieses Symbol hier. Das sieht genau aus wie das andere. Wahrscheinlich müssen wir sie irgendwie zusammenbringen. Bitte? Warte mal. Oh. Oh, okay. Ach, ich verstehe. Okay, das ist cool. Das ist cool. Doch, das ist cool. Das ist cool. Das dürfte es sein. Oder? Ja. So, wir haben fast das nächste Level, aber ich bin ja mal gespannt, wann wir den nächsten Rang bekommen. Also es wäre jetzt wirklich super wichtig, dass wir bald den nächsten Rang kriegen. Und da muss ich mal gucken. Also für Luigi ein zusätzlicher Ausrüstungsslot vielleicht und Verteidigung hoch und bei Mario irgendwie Stats-Erhöhung oder so. Los, Jungs, hier entlang. Ja, was soll denn das hier sein? Wenn ich jetzt wieder zum Anfang komme, ne? Okay, nee. Okay, doch, ich komme, glaube ich, zum Anfang, aber nicht so, dass ich, also es ist eine Abkürzung wahrscheinlich, ne? Ja, ist eine Abkürzung. Und da ist noch eine Abkürzung, aber die können wir noch nicht benutzen. Genau, Freunde, ihr habt es geschafft. Und habt ihr das zweite Traumei bei euch?
Ach so, wir haben nur ein Ei benutzt bisher, stimmt. Wir machen das ganze Ding jetzt dreimal. Alter, so groß muss doch die Welt nicht sein, um Peach zu verstecken, WTF. Habt ihr auch all die Items aufgesammelt, die ich für euch verteilt habe? Was? Moment mal, ihr sagt, ihr hättet Items und Monster verteilt? Niemals, Partner. Das ganze Gebiet ist ganz neu. Monster sollten da überhaupt nicht drin sein. Falls da aber wirklich Monster sind, dann müsste etwas extrem Böses sie angezogen haben. Stimmt, das wäre schlecht. Wenn etwas Böses in der Traumwelt ist, müssen wir Peach noch tiefer ins Innere bringen. Ja, genau. Und jetzt bitte ohne Monster. Alles klar, Partner. Du weißt, was jetzt kommt. Mach das Traumei bereit. Sehr gut. Genau das solltest du bringen. Dieses Traumei wird die Traumwelt extrem anschwellen lassen. Ziemlich unglaublich, aber trotzdem wahr. Also in was für Dimensionen wir hier jetzt gehen, das ist krass. Perfekt, so kommen wir viel tiefer in die Traumwelt und da wird es auch sicherer sein als hier. Ich bilde die Vorhut und verteile schon mal ein paar Items für euch. Passt aber auf, dass ihr auch alles einsammelt. Denkt dran, ihr müsst es euch verdienen. Mario. Du hast also noch einmal die Traumwelt für mich vergrößert? Das ist so süß von dir. Ich werde dich erwarten, bis du wieder bei mir bist. Pass gut auf dich auf, da draußen lauern sicher viele Gefahren. Mario ist in. Mario ist in it to win it. Warte mal, war da noch was? War da ein Block? Nee, Quatsch, das war die Blume da oben links, okay. So, also hier sollte es ja jetzt eigentlich in der Theorie so sicher sein, dass hier keine Monster mehr sind, ne? Richtig, stimmt. Das ist mir auch erst, als er es gesagt hat, aufgefallen, dass es gar keinen Sinn macht, Peach in einer Welt oder so irgendwo Monster rumlaufen. Eigentlich sollten hier keine Monster sein, es sollte hier eigentlich sicher sein. Und doch sehe ich hier schon wieder Piranha-Pflanzen. Warte mal, so rum ist okay, glaube ich. Okay, eine Sekunde. Eine Sekunde. Hier ist ja noch ein Attackenfragment. Dann machen wir einmal so eine Drehung. Bitte nicht auf eine Piranha-Pflanze jetzt. Oh Gott, knapp, knapp, knapp. Warte mal, das war falsch. Nee! Oh! Alter! Okay, das war jetzt... Ich wollte eigentlich in die andere Richtung und dann mich nochmal anpassen und justieren. Warte mal, das ist auch gefährlich, was ich jetzt hier mache. Nicht auf die Piranha-Pflanze. Warte, bis sie weg ist und dann springen wir da wieder rüber. Okay, das ist relativ einfach hier. Einmal drehen. Und hier ran. Okay, man kann ihnen Gott sei Dank ausweichen. Also wären das andere Gegner, hätte ich jetzt wirklich gesagt, ja okay, wir holen uns die EP mal ab, wir sind eh gleich Level ab. Aber nicht Piranha-Pflanzen. Das mache ich nicht nochmal mit. Die sind völlig gestört im Kopf. Ja, jetzt haben wir zwei Wege, super. Welcher ist jetzt der richtige? Ja, komm, hier, gegen Blooper können wir kämpfen. Oh, aber Blooper und die Viecher? Ah, wir können den Topf umhauen. Ja, diese Viecher geben auch eigentlich immer ziemlich gut EP. Da hoffe ich jetzt auf ein Level ab. Ah. Ach Gott. Schlecht von mir wieder.
Wait, in dem Ding ist kein... Wo ist der Blooper? Sag mal, bin ich bescheuert? Jetzt habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Schlag doch nicht zu früh, Mann. Warte doch mal kurz. Unfassbar, wirklich. Ah, da sind sie ja. Sollen wir jetzt irgendwie nochmal angreifen? Ich erstmal jetzt langsam mit ich und nicht ihr. Und es wird jetzt langsam mit sterben vor allem. Irgendwie sterben die nicht. Jetzt kommen nur die beiden nach. Mein Gott, das sieht das ulkig aus. Bitte geht jetzt mal drauf, Jungs. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also das ist ein... Boah, das ist ein ewig langer Kampf, ey. Da warte ich jetzt aber ordentlich viel. Ohne Schäden, zwei... Habe ich keinen Schaden genommen? Ich lege Hände. Ja, okay, 600 EP. Ja, drei Angriffe. Drei mal wieder bei Angriff ist sehr nice. Und, ja, Verteidigung müsste ich eigentlich mal wirklich hoch machen, ne? Was ich aber tatsächlich hoch machen werde, sind KP. Zeigt sich hier doch immer wieder, dass es notwendig ist. Ach man, jetzt. Da fliege ich jetzt aber. Kannst diesen Gegner noch nicht ausweichen, ne? Nicht wieder die Scheiße. Nicht wieder die Scheiße. Ja, ich verstehe es nicht. Nee, das. Nee. Ich, beziehungsweise, ich verstehe grundsätzlich, was man bei der Attacke machen muss, aber ich kann mir das niemals, niemals im Leben merken, welcher von denen da hochspringt und in welcher Reihe der ist. Vielleicht würde der 3D-Effekt helfen, aber nee. Nee. Also Props an jeden, der in der Lage ist, sich das alles zu merken, wer von denen da in der Gruppe hochspringt und wer nicht. Das könnte ich wahrscheinlich noch 30 Mal sehen und ich würde es mir trotzdem nicht merken können. Das sind zu viele, viel zu viele Gegner. Gut, damit sind wir hoffentlich mit dem Ding hier auch durch. Ja, sind wir. Gehen langsam die Pilze aus. Und ich glaube weder, dass wir underleveled sind, noch dass wir schlechtes Equipment haben. Wir haben gutes Equipment. Das ist wirklich... Das einzige Ding ist halt einfach wirklich... Wait, das ist irgendwie die falsche Richtung. Das einzige Problem ist, dass das Spiel wirklich schwer wird. Das Spiel wird... Das darf man nicht unterschätzen. Das Spiel ist, das ist kein einfaches Spiel. Warte mal. Wie benutze ich diesen... Aha. Ja, warte mal, und jetzt? Muss ich jetzt springen und im richtigen Moment, oder kann ich das von hier aus einfach machen? Ah, okay, von hier aus. Das ist doch bestimmt die richtige Röhre hier. Gott, es wird immer verwirrender. Es wird immer verwirrender. Ich wollte, dass du das machst. Wait, ist das richtig?
Nee, warte mal, warte mal. Nochmal zurück. Jetzt springen wir dahin. Und jetzt wieder nach unten. Da ist zwar noch ein Itemblock, aber ganz ehrlich. Scheiß auf den Itemblock, oder? Ich brauch den Itemblock nicht so unbedingt. Und genauso die Münzen. Aber war dann ein Attackenfragment eigentlich? Nee, okay. Weil dann wäre ich nochmal zurückgegangen. Ja, das ist Quatsch. Das wollte ich nicht machen. Nein! Oh, ich hab doch B gedrückt. Wo, was passiert mit meinem Input? Sind hier immer noch Stacheln eigentlich? So, nur eine Prinzipfrage? Nee, tatsächlich nicht. Wo bringen uns diese Röhren jeweils hin? Aha. Hier ist ein Attackenfragment. Aber es sieht aus, als wäre das ein... Ja, das ist total leicht zu erreichen. Wenn Luigi nicht so blöd wäre, hätten wir es schon. LOL, ich hab's... Geil! Okay, Luigi hat es zwar wieder nicht geschafft, aber diesmal habe ich es irgendwie geschafft trotzdem. Ja, aber hier geht's jetzt auch noch weiter und dann geht's hier hinten auch noch weiter. Wo ist jetzt richtig? Das müsste ich mal wissen. Wait, achso, doch. Nee, okay, ich war gerade richtig lost und habe gedacht, ich komme doch in die Röhre gar nicht rein. Wenn ich... das nicht drehen kann hier, aber doch, na klar geht das. Okay, hier kommt man nur wieder zurück. Alles klar, verstehe. Hier kommt man zurück. Und in diesem Raum ist kein Attackenfragment oder sonst irgendwas anderes noch. Das heißt, hier weiterzugehen ist der richtige Weg. Alter, das ist hier in diesem Traum, in diesem Traumschlummerstrand, das ist ja riesig. Das ist absolut riesig hier. Aha, okay, verstehe. Aber und jetzt? Oh mein Gott, ich Trottlaps. Ich hab's gechoked. Warte mal. Eine Sache, die mich interessieren würde, was ist denn, wenn ich das im Sprung drehe? Es geht nicht, ne? Ich glaube, es geht nicht. Nee, da muss ich nochmal probieren. So, ich dachte jetzt einfach nur so. Ach so, ja, von Anfang an direkt so. Oh mein Gott, ey. Ich habe aber wirklich das... das räumliche Vorstellungsvermögen von einem Grundschüler. Was jetzt passiert? Scheiße. Scheiße, okay. Das ist ein riesiger Raum. Hier sind gleich zwei Attackenfragmente. Das siebte und das achte, okay. Dann fehlt nur noch das neunte und das letzte. Also zwei fehlen dann noch. Warte mal, das sieht... Okay, wir müssen einen Aktionsblock benutzen, glaube ich. Um da ranzukommen. Ja, genau diesen Aktionsblock. Aber wie mache ich denn das? Warte mal. Ja, doch, das ist doch das easy. Jetzt einmal so, da haben wir es. Ja, da hätte ich aber wieder auch aufpassen müssen, dass ich nicht zu weit oben bin. Guck mal, da ist ja noch einer. Ach so, der eine ist... Verstehe, der eine ist dafür, der andere ist jetzt... Wie mache ich das bei dem anderen, bitte? Kann ich das steuern in der Luft? Ja! Okay, das wird... Oh, okay, okay. Passt schon. Da wäre sowieso Boden gewesen. Okay. Check, check, check. Lasst euch nicht verwirren von mir. Ich denke nur laut. Im wahrsten Sinne auch einfach immer sofort das, was ich tatsächlich denke. Jungs, hier lang. Hier ist jetzt die zweite Abkürzung, die wir gesehen hatten. Auch die möchte ich mal einmal ganz kurz aktivieren. Sagt, was geht ab, Leute? Habt ihr das letzte Traumei erwischt? Oh ja, das ist es. Mit diesem Teil erweitern wir die Traumwelt auf XXL-Format.
tu es, ich fühle mich gut. Digga, das ist doch wirklich, das ist doch schon wieder zweideutig gemeint von den Entwicklern. Kannst du mir doch schon wieder sagen, was du willst. Und die Sprüche von vorhin auch. Alter, und noch eine Ebene, und noch eine Ebene. Ich hoffe, das ist jetzt die letzte. Aber müsste. Wenn wir hier durchgehen, kommen wir zum tiefsten Punkt dieser Traumwelt. Glaub mir, niemand wird Peach da noch aufspüren können. Übrigens, wegen der Monster, die hier aufgetaucht sind, habt ihr irgendeine Idee, wer die reingelassen haben könnte? Bowser und seine Schergen suchen nach der Prinzessin, ja? Verstehe. Klingt gefährlich. Besser, ich nehme mich auch in Acht. Schätze, ich bin fertig hier. Und das heißt, ich bin raus. Ja, so viel zu euch Typen, die vielleicht mal Prinzessin Peach beschützen oder so. Die ergreifen selber Flucht bei der erstbesten Möglichkeit. Jemand schleppt Monster in die Traumwelt ein? Gesehen habe ich zwar noch keinen, aber gefährlich klingt das schon. Oh, macht euch keine Sorgen, ich komme schon zurecht. Ihr könnt ruhig den Weg in die Tiefe auskundschaften. Aber vorher versprecht mir, dass ihr vorsichtig sein werdet. So wie immer also, ja? Irgendwie riecht es mir hier so ein bisschen in der finalen Ebene so ein bisschen nach Bosskampf. Ich bin mir unsicher. Bin gespannt, ob das der Fall sein wird oder nicht. Ich meine, es fehlen ja auch noch zwei Attackenfragmente fehlen ja auch noch. Okay, gut. Mein erster Gedanke war richtig. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, zuerst nach links. Hier ist ein Angriffsschal. Ja, super. Ja, den könnte ich Luigi ausrüsten, wenn er noch einen weiteren Ausrüstungsplatz bekommt. Aber ich weiß halt nicht, wann das passiert. So, jetzt haben wir hier mal wieder so ein klassisches Luigi-Sionsobjekt. Wollte gerade sagen, warte mal, so ging das doch nicht. So ging das. Wait, habe ich das für... Oh mein Gott, ich habe das für 200 Münzen gemacht. Das war falsch. Genau so ist richtig. Jetzt, was genau ist hier? Ein Ultra-Bonbon. Okay, achso, okay. Jetzt brauche ich mal irgendwie ganz kurz Orientierungshilfe. Okay, alles klar. Weiter geht's hier direkt geradeaus. Und jetzt geht das wieder los. Oh nee, nein, die Flamme hat noch, oh nö. Ich hab gedacht, ich krieg dann nur auf der Overworld ein bisschen Damage oder so eine Scheiße. Wir haben 183 Leben. Ich try's. Was haben wir mit einer Traumattacke? Ach, ich kann das ja in der Luft sogar noch ein bisschen steuern, glaube ich. Ah, nee, Quatsch, kann ich nicht. In der Luft nicht. Okay, das war aber, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Turm geworden. So,
das, da habe ich jetzt mal ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, jetzt geht der Scheiß wieder los. Komm, ich muss einfach nur... Oh, okay, zu früh gesprungen, perfekt. Der unterschiedliche Speed dieser Flammen ist so schwer. Es ist so, so schwer. Aber ich hätte auf die... Oh mein Gott, ich hätte auf die Piranha-Pflanze springen müssen und nicht auf den Dulli. Ich bin zu blöd zum Kacken. Ich hab's auch nicht verdient, eine einzige von diesen Flammen abzuwehren, wenn ich so eine Scheiße mache. Ja, das war definitiv nicht gewollt. Hier, warte mal. Ach du Scheiße. Eine Sekunde. Da habe ich jetzt eine smarte Idee. Wir versuchen auf diesem Aktionsblock zu landen. Und jetzt so. Dass ich wirklich bitte nicht gegen die Piranhas kämpfen muss. Jetzt muss ich mich ganz schnell wieder drehen lassen. Nein. Auf gar keinen Fall, So, Karte. Ein weiteres Dings außer diesem Fragezeichenblock. Auf den kann ich getrost auch scheißen. So, okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Reise geht nach rechts los. Dann dahin. Dann dahin. So viel ist erstmal sicher. So, jetzt natürlich nach oben. Da lang. Jetzt quasi einmal im Viereck. Dann einmal oben. Ja, klar. Easy. Dann einmal oben durch. Ich finde das krass. Die Rätsel haben sie wirklich so angepasst, dass das halt auch Kinder schaffen können. Ohne so große Probleme. Aber die Kämpfe. Die Kämpfe sind Dark Souls. Gar kein Vergleich. Okay, wir haben eine neue Röhre freigeschaltet. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte nachsehen, ob es dir gut geht. Unglaublich. Ihr habt den Eingang geöffnet. Sehen wir nach, was uns dort erwarten wird. Ich glaube kaum, dass Bowser uns bis in das Innerste der Traumwelt folgen wird. Aber wer weiß, was uns dort erwartet. Vielleicht sollten wir vor Abreise noch einmal speichern. Oh, natürlich. Okay, wenn mir das so schon gesagt wird, dann kann ich mir ja erahnen, was da sein wird. Ich finde es im Übrigen witzig, dass der Traumstein, wenn er eigentlich jeden Wunsch erfüllen kann, dann ist es egal, wie weit Peach sich irgendwo versteckt und wo sie hingeht. Ne, es ist der Traumstein, der kann Wünsche erfüllen. Bowser kann sich einfach wünschen, dass Peach vor ihm spawnt, oder nicht? Oder funktioniert der Traumstein nicht so? Ich denke schon. Von daher, ja, ein bisschen, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, was soll man denn sonst machen? Das ist vielleicht noch mit die beste Methodik, die man hier nutzen kann. Vielleicht hat der Traumstein ja auch einen krassen Cooldown oder so. Wer weiß. Philosophieren können wir auch in den nächsten Parts noch weiter und im nächsten Part werden wir auch in die Röhre gehen. Wenn wir schon speichern mussten, wird da hundertprozentig ein Boss auf uns warten. Ich hoffe, kein allzu krasser. Nehmen wir uns das Ganze demnächst an. Bis dahin und ciao.